Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen beim nächsten Part God of War mit eurem Schulle und wir sind auf dem Weg zurück nach Midgard, um dem Zwerg einen Besuch abzustatten. Ja, ich überlege gerade, ach genau, Türs Schlüssel. Oder nee, den Schlüssel zu Türs geheimer Kammer soll er uns anfertigen. Also Kopf, warum hast du uns nicht gesagt, dass Baldur Freyas Sohn ist? Ist er. Ich bin jedes Mal erneut schockiert, obwohl ich es offensichtlich weiß. Aber wenn ich an Baldur und Freya denke, dann... In mir? Ja, Junge. Freya. Was meinst du? Komm, sag mir, was Baldurs Schwäche ist. Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Halt, was geschieht hier? Er ist verhext und darf nicht verraten, was er weiß. Bin ich das? Tatsächlich, genau so ist es. Ich frage mich, wie lange das schon so ist. Seit sie meinen Kopf wiederbelebt hat oder damals, als ich Baldurs Schwäche herausfand. Mimir! Ja, Junge? Du sagtest, du kennst Baldurs Schwäche. Wirklich? Aber Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Oh. Genug. Das bedeutet, es gibt einen Weg. Wenn er uns wieder Ärger macht, finden wir ihn heraus. Yeah! Na, Keule? Kannst du das machen? Ist es eine Waffe? Rüstung? Oder ein anderes Kriegsgerät, dessen Herstellung ich in absoluter Perfektion beherrsche? Nicht? Dann vergiss es. Selbst wenn ich solch unnützen Tand herstellen wollte, würde mir etwas so Damenhaftes und Zartes das Werkzeug ruinieren. Mach Schichten. Ummantle das mit Skorpschlag. Dünne Schichten. Dann alles überlagern. Na schön, Klugscheißer. Und wo, bitteschön, bekomme ich hochwertige Skorpschlacke her? Hab keine mehr gesehen, seit ich noch der Held aller Betten war. Das soll mich doch... Ist das... Wo hast du... Hab mir die Hände schmutzig gemacht. Na, steh doch nicht so herum. Lass es uns angehen. Was? Du? Du arbeitest an etwas, das keine Waffe ist? Hey, warum nicht? Was? Ich bin auch gereift. Natürlich. Oh, Vorsicht, der Schaft. Handgelenk locker. Kümmere dich um dein Handgelenk. Ja, ich brauche hier mehr Hitze. Sofort. Willst du den Stahl noch länger härten? Nicht nötig. Ist dreifach mit Draugaröl abgeschreckt. Oh, siehst du? Guter Einfall. Und so hygienisch. Du schlauer kleiner Biber. Man lernt eben nie aus. Nicht wahr? Das stimmt wohl. Bitteschön. Nein, vergiss das hier nicht. Respekt. Oh, hör auf zu grinsen. Es ist ziemlich verstörend. Es ist schön, euch so zu sehen. Aber jetzt sieht euer Zeichen anders aus. Ja, passiert, wenn man etwas Zerbrochenes neu schmiedet. Ich wusste es. Ihr mögt einander. Oh, hör schon auf, Prinzessin. Mir kommen ja gleich die Tränen. Das Neue finde ich besser. Du auch? Wir müssen jetzt los. Er auch. Okay, und du? Hey, wer ist denn da schon wieder putzmunter? Ich hab doch gesagt, er wird wieder. Können wir noch etwas für dich tun? Nee, nur schön, dass ihr klarkommt. Ah, tja, dasselbe gilt für euch. Ha. Ich hab mich einfach zu wichtig gemacht. Hast ihm gesagt, was er hören musste, habe ich den Eindruck. Trotzdem, tut mir leid, was ich gesagt habe. Hab ich längst. Wie du sagst. Wir kommen klar.
Jetzt zurück an die Arbeit, bevor ich sentimental werde. Warum ist denn die Stimme von Atreus so so leise? So. Oh, Moment, von 20 und 3 auf 4? Dann kann ich ja immer noch ein Level, ne? Yeah. Oh, eine Stufe kann ich noch. Alter, wie lange geht dieses Spiel denn noch? Chaos-Zyklon. L1 und R1. Mhm. Zauberter Staub habe ich auch noch nicht. Rasendes Inferno von Muspelheim. Ja. Alte Nebel von Niflheim. Jo. Oh, Abwehr und wieder alter Vater. Sagen wir mal, 27 Runen, Alter. Aber kann ich eh nicht herstellen, weil keine Nebelechos, keine Niflheim-Legierung, Ivaldis rostige Rüstung. Ja. Tragisch. Das kostet einfach nur Hacksilber, ist aber auch schlechter. Ja. So, was wollte ich denn jetzt verbessern? Brustrüstung geht nicht, Armrüstung geht nicht, Hüftrüstung geht nicht, Axtknauf geht nicht, weil ich keinen Verderbstein habe, Klingenknauf, Feuerwappen und schwelende Glut fehlt. Wäre aber ganz geil. Talisman, eh auf Max der, den ich ausgerüstet habe. Nun gut. Haben wir hier noch irgendwas? Oh. Jetzt die Pfeilnachladezeit, bla bla. Was hat er denn jetzt eigentlich? Erhöht den Nahkampfschaden massiv. Oh. Wohnungsgeschwindigkeit nach gegnerischen Angriffen. Okay. Nehmen diese mehr Schaden. Erhöht den Betäubungsschaden durch Nahkampf. Ah, komm. Irgendwas tötet, stell sie zu, dass es das hier trifft. Rüsten wir auch mal aus. So. Hüftrüstung, nee, wir hatten Clownköcher. Erhöht die Fallkapazität auf 4. Ah, komm. Verbessert auf Max. Tja, ich würde sagen, das war's, ne? Was wollte ich noch erzählen? Geht das mittlerweile wieder? Tatsache. Aber bestimmt immer noch nicht an alle Orte, die ich will. Oh, doch. Geil. Okay, also jetzt kann ich endlich überall hinreisen, wo ich will. Das ist ja schon mal etwas. Aber erstmal weiter im Text. Was passiert hier jetzt? Jetzt müssen wir nur rausfinden, zu welcher Tür dieser Schlüssel gehört. Muss ja irgendwo im Tempel sein. Wenn es weiter nichts ist. Geh jetzt mal davon aus, dass das hier der richtige Weg ist. Ah, ja, das sieht gut aus. Tirsohne, das ist es.
ist das hier? Ich weiß es genauso wenig wie du. So. Ja, was ist das? Der Baum. Wir sind unterhalb der Weltenreisekammer. Aber wieso ist der Boden an der Decke? Ah. Diese Weltentüren spiegeln die von oben. Mhm. Da oben. Tyr hat die schwarze Rune mit der gleichen Magie geschützt. Vielleicht ist da drin ein Hinweis. Ha, direkt neben der Jötunheim-Tür. Interessant. Kommen wir da ran? Nicht von hier aus. Hm. Hä? Oh, was liegt dahinter? Ja, wie jetzt? Bin ich hier richtig? Sieh an, ein Heiligtum in einem anderen. Diese Wandteppiche. Offenbar Kunst der Riesen. Tyr muss ihnen einen großen Dienst erwiesen haben. Hm? Erzählen die irgendeine Geschichte oder wie ist das? So, Moment, bevor es da lang geht. Erstmal die Richtung hier erkunden. Ach so, na gut. Hä? Moment, jetzt bin ich wieder. Ah ja, okay. Okay, da ist also nichts, also gehen wir hier lang. Wow, wer sind die? Alle Türs. Ja. Da ist wieder ein Sandkasten. Junge, ist das die Rune für Jötunheim? Genau, und sieh nur. Die andere Seite der Tür. Der kopfstehenden Tür. Was denkst du? Geh zurück. Alles klar. Oh. Was bewegt sich? Alles. Wow. Und nun? Gewöhnlich. Der ganze Raum ist auf einer Art Achse erbaut. Auf beiden Seiten sind Ketten. Ohne die... Können wir den Tempel kippen? Alles klar. Wir machen bitte was? Okay. Oh oh, da passiert was. Ach du Kacke. Sehr gut. Greifen nicht an. Soll ich... Junge, auf den Statuen. Ich sehe sie. Da steht Leere. Sonderbar. Na los, lies. Vor dem ersten, nach dem letzten. Zwischendrin kein Schattenfetzen. Eudyr. Ist, was immer es ist, nur durch Kippen des Tempels zu erreichen. Du sagtest, es gibt einen Weg. Man kann den Tempel kippen. Deshalb kippen. Die Logik ist bestechend. Hm. Keine Ahnung, was passiert, wenn wir einen Raum umdrehen, der in 8 anderen Welten verwurzelt ist. Ich bin neugierig, klar. Aber ob uns das wirklich nach Jötunheim bringt? Ich mag Sprünge. Tja, wer weiß. Vielleicht bist du genauso verrückt wie Tyr. So, oh, ein Schrein. Sieh mal hier, noch eins. Da steht, er heißt Berdielmir. Mutter hat gesagt, er war ein König der Riesen. Ja, das war er. Und noch einiges mehr.
Er hatte wohl ziemlich viele Kinder. So etwas nennt man bei uns eine Untertreibung. Er ist tot, aber niemand hat ihn umgebracht. Sterben Riesen an Altersschwäche? Manchmal, ist aber selten unter den Legenden. 9 von 11. Okay. Neuer Schreineintrag. Bergelmir. Ein Riesenkönig mit vielen, vielen Kindern. Anscheinend kam er auf einem Meer aus Blut und hinterließ, als er starb, ein Meer aus Tränen. Tot, aber nicht ermordet. Ausnahmsweise. So, welche Tür nehme ich? Gucken wir doch erstmal raus. Eine Armee aus Statuen. Die erwachen bestimmt nicht zum Leben, falls euch das Sorgen macht. Tyr meinte oft, er träume von einer Welt des Friedens, in der nur Soldaten Statuen nötig sind. Netter Bursche, aber er hat sich selbst ziemlich ernst genommen, oder? Wieder diese Tod. Wo? Oh. Sag mal. Wie soll das denn gehen? Und dann muss ich das Ding unten festnageln. Nee. Okay, sonst gehen wir doch erstmal durch die andere Tür. Ja, moinsens. Alter, wie viele sind denn das? Ich glaube. Sag mal, der Kleine könnte mich doch auch eine Weile tragen. Damit du das hier verpasst? Oh nein. Dir macht das Spaß, oder? Gut. Energie habe ich voll, aber warum gibt es hier so viel Energie? Das heißt doch auch schon wieder irgendeine Scheiße. Ja, und jetzt? Bis wenn das hochgeht, komme ich doch nicht da durch. Oder, warte. Alter, das ist aber, ja. So.
Und einmal auf dich. Dann holen wir uns die Winde wieder. Übertragen die auf dich. Und machen damit die beschissene Tür auf. Hyperions Griff, schwerer Runenangriff. Wirft die Chaosklinge auf einen Gegner und lässt Kratos bei Kontakt auf ihn losstürmen, um schweren Betäubungsschaden zuzufügen. Verheerender Schlag der Gegner mit zwei Klingenhieben trifft. Ich glaube, den nehmen wir. Macht doch mehr Schaden. Bessern wir den auch nochmal. Und weil es so geil ist, nochmal. So, dann bist du auf Max. Yeah! So, den erstmal verbessern. Ach komm, und für 6000 nochmal. Zack, was soll der Geiz? So. Damit hätten wir das. Mehr gibt's hier nicht? Weil, nee, da komme ich nicht durch. Ah ja. Gute Götter, damit meinte er, dass das nie passiert. Aber vielleicht. Ach, stimmt, Stufe 4 ist ja freigeschaltet. Ich kleiner Schussel. Was haben wir hier? Wechseln Sie die Kampfhaltung für eine kurze Pause nach einem Chaosklingenangriff. Drücken Sie in der neuen Haltung R1 für eine schnelle Abfolge von Nahkampfangriffen. Sperr des Chaos. Attacke verursacht bei Berührung eine kleine Feuerexplosion und Brandschaden. Okay. Halten Sie während des Zielens R2 gedrückt, um die Chaosklinge noch mehr aufzuladen und einen mächtigen Elementarhieb auszuführen. Dieser verursacht in einem großen Umkreis Brandschaden. Gekauft. Na gut, und hier muss ich, hier komme ich ja eh nicht dran vorbei, weil Stufe 5 muss ich mich ja für eins von den beiden entscheiden können. So. Nein. Die warten nur auf uns. So. Und nun? Na toll. Wow. Und weg mit dir. Oh. Na toll.
Alter. Mann, Gott, Kratos, jetzt weich aus. So, was haben wir denn hier Schönes? Wilder Oger. Von hinten kann Vater Ogern besser Schaden zufügen. Aber wenn sie sich umdrehen und ihn sehen, greifen sie an. Was hätten wir hier bitte? Ist ein Teil von der Sprache. Aha. So, na toll, ich muss also wieder da lang. Moment mal. Oh, bleib da oben. Where? Bam, Junge. Oh nein, das wollte ich doch jetzt gar nicht. Naja, egal. Weg. Die andere Kette wartet. Wo muss ich denn jetzt lang? Da, ne? Da, wo sich die Ketten treffen, suchen wir einen Weg dahin. Ja. Okay, da muss ich ja irgendwie da durch, aber... wie soll denn das... Ach so, oder? Moment. Okay, die muss ich also gleich schalten. Hm.
Na toll. Okay, die sind jetzt zeitgleich. Das ist gut. Na, fast zeitgleich. Fick dich. Ja, geil. Oh. Ey, das ist mal richtig kacke, finde ich jetzt. Wieso ist das nicht... Wann wird denn das zeitgleich? Ja. Ja, fick dich ins Knie, ehrlich. Wie kriegt man die denn jetzt bitte zeitgleich? Alter. Meine Fresse. Ja, das ist doch. So, und jetzt, wenn das Ding oben ist, lösen wir das. Und jetzt müsste es doch eigentlich... Ja, ist es nicht. Warum nicht? Ey. Es ist... Oh, Leute, ey, echt, das ist doch gequälte Scheiße. Anders kann man es nicht ausdrücken. So, jetzt leckt mich. Alter. So, oh, da ist Harz. Wofür ist hier Harz? Armschienen der Weltenschlange. Oh. Was jetzt? So, wofür habe ich dich? Der muss ja für irgendwas gut sein. Aha. Haben sich ja was ganz Tolles ausgedacht, ey. Ja, fick dich. Wo ist denn das jetzt hin? Irgendwo weg.
So, irgendwo da liegt es doch hoffentlich gleich auch noch. Ja, wie jetzt? Okay. Kann ich da runter? Oder muss ich hoch? Nicht uns. Eine Botschaft von Tyr, meinte er die Riesen? Würde ich jetzt erstmal von ausgehen. Jetzt können wir die Nibelheim. Yeah! Und die Weltenrune ist auch hier. Wir können Nibelheim über die Weltenreisekammer aufrufen. Ja, geil! So, und dasselbe Spielchen schon wieder. Ach du Scheiße. Ja, fickt euch. Ja, natürlich. Wo ist denn das Feuer jetzt gerade? Ah ja. Ich sehe hier nichts. Ja, Kratos, weich nicht aus. Nein. Dreht sich das Ding eigentlich? Ein bisschen. Ich bin noch nicht so Wow. Verrecke. Was? Springerstreiter. Diese Springer müssen ein paranoides Pack sein, weil sie einen riesigen Schild auf dem Rücken tragen, der jeden Angriff von hinten abwehrt. Schönen Dank dafür. Wo ist denn hier? Ach, da.
Na toll. Ist das euer Ernst? Da soll ich jetzt irgendwie durch. Mein Gott. Alter. Bam, Junge. Ja, Vater? Sag, den Tempel zu kippen. Ja, Vater. Sagen wir doch nicht mehr, den Tempel kippen. Es klingt langsam normal. Ah. So, wo muss ich jetzt... Ach, Leute. Ach so, weil der Little noch nicht da ist? Genau. Uiuiui. Ich weiß, was ich versprochen habe, aber falls das hier nicht funktioniert, denkt dran, Tyr hatte guten Grund für diese Hindernisse. Er machte Jötunheim für Odin unerreichbar, aber es herrscht kein Frieden. Stimmt, aber es gibt Hoffnung. Wir arbeiten alle zusammen. Das ist Eintracht. Genau das sagte die Rune auf der Tür. Wir folgen Tyrs Wegen. Jut. Und bevor wir die Weltenkammer drehen, ist hier erst mal wieder ein kleines Break. Ich hoffe, euch hat es bis hierher gefallen. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, würde ich sagen, abonniert am besten meinen Kanal. Und wenn ihr erstens mehr Videos von mir sehen wollt und wenn ihr zweitens den nächsten Part von God of War nicht verpassen wollt, dann aktiviert nach dem Abonnieren auch noch die Glocke neben dem Abo-Button. Dann bekommt ihr nämlich eine Benachrichtigung, wenn ich Videos hochlade oder auch wenn ich meinen Livestream starte. In diesem Sinne, ja, ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich auf den nächsten Part. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Bis dahin, haut rein, euer Schulle.